Hier ist Erlebnisbank TV. Live im Seifach ist der Rennen zu Sonnig los. Ihr seht, die Stimmung ist super, das Wetter ist vielleicht nicht gut, so der Hit, aber die Leute fiebern auch mal gleich fest mit. Aber wie sieht es eigentlich Backstage aus? Sind die Fahrer zu weg? Sind sie fit? Oder gibt es euch doch noch ein paar letzte Bonnen? Wir werden es sehen. Meinst du, es ist eine gute Chance für den Gewinn? Ja, es sieht schon nicht schlecht aus. Also. Auf das Podest langt es sicher, wenn nicht der erste Platz. Super, Marc, ich wünsche dir nachher viel Glück. Ja, merci. Ihr habt ja völlig so ein Podent. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Also jetzt ca. 3 Wochen sind wir fast jede Nacht dran, um das zusammen zu schweissen und machen. Wow, nicht schlecht. Habt ihr ein paar Pannen gehabt? Ja, aber eine Panne am anderen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wir haben den Testlauf gesehen. Ihr seid völlig schnell gewesen. Was meint ihr? Habt ihr gute Chancen für den Preis? Ja, ich habe das Gefühl, Innovationspreis haben wir vielleicht, aber das mit der Geschwindigkeit weiß ich noch nicht genau, ob wir da vorne dabei sind. Hallo Miriam, wie gefällt es dir bis jetzt? Gut. Hast du einen persönlichen Favorit? Ja, also mein Papa und der Sohn. Ja, und wie sieht es denn bis jetzt bei dir aus? Also die sind die 2 letzten im Moment. Uiuiui, aber das kann er sicher neu folgen, gell? Ja. Drücken wir dann jetzt ganz fest die Daumen. Hallo Manni, eigentlich solltest du heute auch mit mir ein Interview machen. Wenn du nicht so beschäftigt wärst, was machst du hier genau? Ja, ich bin hier der Organisator von dem ganzen Rennen. Und ich tue hier habe die ganze Leitung unter mir schauen, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Und hier ein bisschen speakern. Oho, völlig so eine Arbeit. Und das ist dir wirklich unmöglich mit mir, wenn wir einander sind? Ja, ich habe wirklich keine Zeit, für da so Interviews zu geben. So. Aber was meinst du so bis jetzt? Wie läuft es so? Ich sage dir, es läuft sehr gut. Wir sind begeistert von dem Rennen. Es sind sehr viele Leute hier. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel läuft. Ja, sag, was ist da genau passiert in der ersten Runde? Zuerst habe ich die Kurve getroffen und danach hat mir der Spoiler vorne ins Gras geschossen und danach hat es mich überschlagen. Aber in den nächsten paar Runden kannst du schon noch starten, oder was? Ja, also es geht noch. Wie ihr seht, seid ihr wahrscheinlich Raiffeisen-Fan. Ja! Was meint ihr, wie geht es jetzt weiter, Frau? Ja, am zweiten Lauf räumen, warum? Hallo Emanuel, dein erster Lauf ist jetzt durch. Was sagst du dazu? Tipptopp gegangen, herrliche Strecke. Ja, ich habe gesehen, bis noch bist du der Beste. Was meinst du, magst du das gehalten? Ja, der erste ist ja nicht durch, also kann man nicht genau sagen. Hast du einen persönlichen Favorit? Das meine ich. Und, wie sieht es bis noch von uns? Gut. Tipptopp, merci vielmals. So, ich sehe hier, du tust hier noch so umeinander tüfteln. Was ist genau los? Ja, wir haben auch Platten bekommen. Gerade mit Ziel im Bremsen. So. Das wird flicken. Aber du kannst schon starten. Ja, dann mal für den dritten Schlaf, ganz sicher. Du musst jetzt gerade starten, oder? Wie sehe ich das? Ja, das ist genau so. Bist du aufgeregt? Nein, eigentlich nicht. Ich bin schon ein paar Mal am Ring gefahren und dann geht das sicher gut. Ja, dann hoffen wir mal, dass nichts passiert und viel Glück. Dankeschön. Und es geht los. Der Karin darf noch mal die letzten Worte zu sprechen. Und go! Hopp, 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 hopp! Du hast ein Problem gehabt. Was genau ist passiert? Ja, mir hat so ein paar Speichen geklebt im Radeln. Jetzt ist es völlig instabil. Das heisst, du kannst nicht mehr starten? Nein, das ist vorbei. Aber du hast zum Glück eine sehr gute Zeit in der ersten Runde. Das hat, glaube ich, noch nie einmal getoppt. Ja, komme jetzt in der dritten Woche. Meinst du es? Mittlerweile sind wir hier im Waldfest Aachen. Jetzt geht's dann bald los mit der Preisverteilung. Ihr seid die Sieger der Herzen, aber es hat nur für Platz 3 gelangt. Für die Hurley Riders, Sören und Björn Walter. Boys, überreicht ihr bitte den Pokal. Platz 2 geht an Bosch Bob 1, Manuel Gruber. Und das Unfassbare ist, er hat sich's heute Morgen erst überlegt, aus der Garage irgendwas rausgeholt, kommt hierher, macht von 3 Läufen auch nur einen, weil danach ist das Ding zusammengekracht und gewinnt das Seifenkistenrennen und zwar stellvertretend für den SAC St. Niklaus Simon Julen. Ja.